Herr Leiter, wie immer, die drei größten Fehler, die Hermann Kornplatscher gemacht hat in dieser Legislatur. Fehler als Oppositionspartei findet man natürlich einige. Für mich die größten Fehler im Gesamtkontext ist sicherlich zum einen die Angliederung an den BDI. Der Linksruck, der damit verbunden ist, der sich ja auch auf die Landesregierung und auf die Volkspartei niedergeschlagen hat. Die Zwangsverteilung von Flüchtlingen, und zwar von Asylwerbern ohne geklärten Status, mit der Drohung zugleich an die Gemeinden. Und dann die Volkswirtschaftspolitik bzw. die Autonomiepolitik, die meines Erachtens Schlagseite bekommen hat in dieser Legislaturperiode.